freie Elektronen. Anzahl der freien Elektronen im Atomgitter. Atomgitter. Freie Elektronen durch Wärme und Licht gering. Atomare Kristallgitter werden einer Dotierung ausgesetzt. Nur drei Elektronen, es entsteht ein Loch, positiv. Ein Loch, positiv, durch Elektronen, Unterzahl. Fünf Elektronen, Elektronenüberschuss, negativ. Das fünfte Elektron in grün. N-Dotierung durch Elektronenüberschuss. Fünftes Elektron ist überschüssig und schwach mit dem Atomrumpf verbunden. Ein freies Elektron entsteht. Die Wirkung von Schwingungen. Lösung aus der Verbindung. Leitungsverhalten. Freies Elektron, Entstehung von elektrischem Strom. Freie Elektronen beeinflussen die Leitfähigkeit. Vielfältige Verwendung.